Ja, während wir da unten vor diesen Whiskyfässern stehen, blubbert oben unser Barley Wine dahin, fast durchvergoren, hat jetzt schon 10% Alkohol. Der Barley Wine ist in aller Regel das stärkste Bier, das eine englische Brauerei oder jede Brauerei produzieren kann. In England ist er natürlich besonders populär, weil er von dort kommt. Ist während der napoleonischen Kriege als Alternative zum Rotwein, der nicht nach England exportiert wurde, nicht mehr exportiert wurde, gebraut worden. Wir bewegen uns da irgendwo zwischen 10% und 15% Alkohol. Ist natürlich ein malzbetontes Bier, wo der Hopfen keine große Rolle spielt. Wir verwenden einen Northern Brewer, eine englische Sorte, als Balance für die Süße, die man vom Malz ins Bier kriegt. Es gibt aber durchaus Vertreter des Bierstils, die mit Aromahopfen arbeiten. Es gibt diverse amerikanische Barley Wines, die ein recht ausgeprägtes Hopfenaroma haben. Wir verwenden Pilsner Malz und Pale Ale Malz für unseren Barley Wine. Eine in dem Fall amerikanische Hefe, die recht zuverlässig auch höhere Stammwürzen und die damit entstehenden höheren Alkoholgehalte vergärt, kann irgendwann zum Problem werden, aber die Hefe, die wir haben, die geht zumindest bis 32 Grad Plato erfahrungsgemäß. Wie viele wahrscheinlich wissen, reifen wir eine große Zahl an Bieren in Holzfässern, sagen wir es einmal so. Viele verschiedene Bierstile in verschiedenen Fasssorten. Man kann da grob unterscheiden, lagert man Bier in frischen, frisch getoasteten Fässern oder in vorbelegten Fässern. Da kann man Weinfässer verwenden, Weißwein, Rotwein oder auch Spirituosenfässer, wie in unserem Fall Whisky. Das kann aber auch Rum sein, Madeira, Tequila, was auch immer. Der Trick dabei ist natürlich, dass wenn das Bier in dem Fass lagert, das Bier, das Aroma von dem Getränk, von in dem Fall dem Whisky, aus dem Holz wieder rauszieht. Damit hat man zum einen das schöne Aroma drinnen und zum anderen auch einen leicht gesteigerten Alkoholgehalt. Spielt sich irgendwo bei 1-2% extra ab. Entscheidend ist bei dem natürlich die Temperatur. Die sollte nicht zu hoch sein, aber auch nicht zu niedrig. Die meisten Brauereien reifen bei um die 16-17 Grad. Luftfeuchtigkeit ist auch nicht unwichtig. Und die Zeit, die das Bier im Fass drinnen ist, natürlich auch entscheidend. Idealerweise verkostet man das Bier regelmäßig. Wenn das Bier zu lange drin ist, wird es irgendwann auch einmal weniger schön. Im Sinne von, das Bier wird immer spannender und irgendwann lässt das Aroma dann auch wieder nach.